Hey guys, euer Endsmash wieder hier am Drücker mit einer neuen Aufnahmesession. Also was Smash Bros. Ultimate World of Light. Ja, ich wollte eigentlich das Finale in der letzten Aufnahmesession schon machen, aber ja, Müdigkeit und Hunger haben das so ein bisschen verhindert. Und ja, warum bin ich jetzt hier? Warum bin ich jetzt wieder in der Welt des Lichts? Nun, bevor ich das Finale mache, möchte ich gerne noch zwei weitere Charaktere holen, die ich leider nicht holen konnte, weil ich so doof war. Kleinen Moment. So. Wir erinnern uns ja noch, dass wir hier in dieser Area waren. Hier gibt es noch einen Charakter zu holen, in dem wir eine gewisse Anzahl an Speisen zu uns nehmen. So, und ich glaube, ich habe auch jetzt den richtigen Weg gefunden. Wir müssen mindestens 11 Nahrungsmittel zu uns nehmen, damit wir den nächsten Charakter freischalten. So, ich glaube, das war dann hier lang, dann hier so, dann da runter, hier hin, dann nochmal runter, dann hier lang und hier das noch holen, dann wieder hier rauf, hier längs, zack, zack, zack. Und zack. Und das dürfte es gewesen sein. Neuer Rekord. Und? Bingo, Leute. So, und das erwartet uns King Dedede. Komm, die schnappen wir uns noch. Ich dachte schon, ey, der bringt sich jetzt selbst um. Jawohl. King Dedede kämpft nun mit. Sehr gut, damit fehlt uns jetzt noch ein Charakter. Den stampfen wir uns jetzt auch noch. Ich glaube, dass ich den Teil dann auch skippen werde, also bis wir zu dem Charakter sind. Also Leute, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt wieder hier in dieser wunderschönen, geordneten Welt. Hier haben wir auch noch einen Charakter, den wir uns holen können, von dem ich nicht wusste, wie ich dorthin komme. Aber es gibt ein Rätsel, wo es wahrscheinlich zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Das Rätsel heißt ja, den Kirby sich nie einverleibte, der ebne deinen Weg, triff deine Wahl. Das müsste... Gott, war das hier oben irgendwo? Das müsste hier oben irgendwo gewesen sein. War das der hier? Oh Gott, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich kenne mich mit der Kirby-Reihe auch ehrlich gesagt null aus. Müssen wir mal schauen. Na kommt schon, ihr kleinen Stinker. Und tschüss. So, jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich. Das war die zweite Antwortmöglichkeit und es geht hier noch weiter.
Er bot an, seine Alucards Dracula die Stirn trifft deine Wahl. Er bot an Seite Alucards Draculas die Stirn, blablabla. Okay, das ist eine Frage von Castlevania. Und da habe ich jetzt null Plan. Also hier muss ich jetzt echt raten. Der ist es bestimmt nicht. Mann, ne? Okay, also wie gesagt, der kleine Knirps da oben, der kann es nicht sein. Der passt nicht. Dann heißen die beiden Geister hier mit dem Nachnamen Belmont. Die Familie Belmont ist ja dafür bekannt, dass sie Vampirjäger waren. Und dieser Typ hier ist der einzige, der nicht Belmont heißt. Also würde ich mir vermuten, dass es vielleicht der Typ war. Aber vielleicht liege ich auch total daneben. Das ist jetzt einfach reine Spekulationssache. Da muss ich jetzt gucken. Nein! Kein Weihwasser! Oh oh. Richter, du nervst. Ich rate dir, seid bloß der richtige Geist. Na toll. Du Trottel! Oh shit. So, war das jetzt die richtige Antwort? War meine Vermutung richtig? Nö. God damn it. Das erste Mal, dass ich falsch lag. Gut, dann müssen wir ja eben weiter ausprobieren. War es vielleicht der Typi? Trevor C. Belmont. Oh yeah. Explosive Wave. Plapatena. Ja. Nein. Nein. Jetzt hat der sich ein Schild auch noch geschnappt. Och, ich brech zusammen. Nein. Oh, dieser Scheißhelfer-Trophäe. Maximale Aura. Das war's. Yeah. Machst du die richtige Antwort? Ja. Ja, ja. Oh, Risky Boots.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist ja dann morgen die E3 und da bin ich echt gespannt, welchen Charakter sie dann in Smash neu ankündigen werden. Boah, richtig krass. Oh, boah. Hoi. King K. Rool erwartet uns hier. Schnappen wir uns noch das fette Krokodil. Da dürfen wir auch, glaube ich, wirklich jeden Charakter haben. Ich hoffe, wir haben dann echt keinen vergessen. Weil wäre schon cool, mit allen Charakteren ins Finale zu steigen. Oh yeah. King K. Rool kämpft nun mit. Ja, damit haben wir alle Charaktere, würde ich mal behaupten. Wir gucken noch schnell in den Wissensbaum, weil wir können uns ja, wir können uns da unser Wissen noch ein bisschen erweitern. Schauen wir mal. Das Schildhelfer, Luftangriff, verstärkt Angriffe und Items in der Luft. Oh ja. Machen wir das. Ich bin ja so ein kleiner Luftkämpfer, so ein kleiner Luftikus. Machen wir das noch, verstärken dann noch unsere Spezialangriffe. Würfe, nein, agile Landung, yo, ach okay, reicht nicht mehr, scheiße. Wurf-Items. Das ist dann das Einzige, was wir noch machen können, Wurf-Items. Ja gut, machen wir das noch, zack. So, und dann mache ich wieder einen kleinen Cut und ja, dann skippen wir wieder dorthin, wo wir zuletzt waren. Nämlich kurz vorm Finale, würde ich mal vermuten. Also, bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich null Plan habe, was jetzt als nächstes kommt. Los geht's. Okay. Bereit? Hm? What? What? Jetzt? Was? Was? Ich? Was? Ich spiele die Meisterhand! Ich spiele die Meisterhand! Jawohl! Wie geil ist das denn? Bums. Es gab hier so einige Cheats oder Modifikationen, wo man als Meisterhand spielen konnte. Und jetzt kann man das hier einfach wirklich machen. Wie scheiße ist das denn? Oh, kleinen Moment, Leute, ey.
So, da bin ich wieder. Oh, ey, ich komme darauf echt nicht klar. Echt, die Meisterhand, jawoll, ey, zack. Haben wir auch Special-Angriffe? Jawoll, the ring-a-ding, the ring-d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 ing. Diese komischen Stachelbälle, okay, was haben wir noch? Laser! Laser-Power! Ich laser euch alle weg. Jawohl, der ganz klassische Move. Piu, piu, piu. Piu. Es ist so scheiße, ey. Es ist einfach so scheiße, ey. Aber der beste Move ist immer noch der Laser. Und Brums und den Twister. Brums. Und noch eine Backpfeife oben drauf. Brums. Ich hab hier gerade meinen Spaß. Wow. Augenlaser OP? Zack. Boom. Und der Backpfeife rum. Ruff. Scheiße! Ich hatte gerade so meinen Spaß, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass ich eine KP-Anzeige habe. Scheiße! Oh, nö! Alter Schwede! Na hopp, komm, machen wir eben nochmal. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen besser anzustellen. Bams! Und Wumms! Oh, KK Roulette, komm, hau ab. Wir haben auch echt so als einziger eine KP-Anzeige. Wir sind jetzt der Boss, ey. Wer ist hier der Boss? Ich bin der Boss hier. Ich muss auch echt ein bisschen aufpassen auf meine KP. Scheiß doch die Wand an! Und zack! Bums! Habe ich noch 360 KP, okay. Das sollte doch hoffentlich reichen. Boah. Komm, machen wir nochmal den Laser. Die letzten 9, die werden wir doch jetzt noch wegkriegen. Zwei noch. Alter, ey. Spielen wir echt als Masterhand, ey. Ist klar.
Das war cool. Wow. Beide Mächte sind geschlagen. Du hast Licht und Finsternis besiegt. Moment, war das jetzt das Finale?